können sich einmal kurz vorstellen und sagen, was Sie heute an der Übung machen. Mein Name ist Tim Pittelko, ich bin Einsatzpilot und Ausbilder in der Fliegerstaffel Düsseldorf von der gesamten Polizeifliegerstaffel Nordrhein-Westfalen. Wir sind heute hier im Rahmen einer großen Übung Flugzeugabsturz mit angrenzendem Waldbrand und wir speziell sind mit unserem Bambi-Bucket hier, womit wir das Löschverfahren Feuerbekämpfung aus der Luft durchführen. Dazu entnehmen wir heute unser Wasser aus dem Biggesee im Bremger Becken und werden die 2 nautischen Meilen Distanz dann überbrücken und das Wasser dann über dem Brandgebiet abwerfen. Dafür brauchen wir pro Umlauf ca. 5 bis 6 Minuten. Ja, wie oft kommt das in der Realität vor, dass Sie zu diesem Einsatz gerufen werden? Wir haben mittlerweile relativ viele Anforderungen. Es muss immer geguckt werden, ob der Einsatz eines Bambi-Buckets dann wirklich Sinn macht. Gerade bei Hangbränden, bei größeren Flächenbränden machen wir das dann schon. Der Live-Einsatz ist bisher weniger gelaufen, weil wir doch etwas Vorlaufzeit brauchen. Wir wachsen auch mit dem System, werden immer besser und hoffen, das in Zukunft immer häufiger einsetzen zu können. Ja, wie viele Bambi-Buckets stehen hier zur Verfügung? Wir haben insgesamt 4 Bambi-Buckets, die wir einsetzen können. Zurzeit haben wir 2 Hubschrauber, die ausrüsten können. Also im Moment ist es so, dass wir mit 2 Hubschraubern gleichzeitig löschen können. Genau, seit wann wird das Verfahren jetzt in NRW ausgeübt? Das Verfahren wird seit 2020 ausgeübt. Da hatten wir auch unsere ersten Einsätze in Gummersbach, große Waldbrände an der holländischen Grenze. Wir hatten noch einen größeren Waldbrand am Waldeneysee. Solche Einsätze in der Frage. Vielleicht können Sie kurz erklären, Sie fliegen mit 3 Mann Besatzung, was ist vielleicht die Schwierigkeit oder? Die größte Schwierigkeit ist das Gewicht. Wir haben ungefähr 900 Kilo dann unter dem Hubschrauber her. Dann kommen wir unsere Leistungsgrenzen. Das ist sehr herausfordernd für den Piloten dann. Ansonsten ist die Absprache im Cockpit eigentlich sehr gut. Wir sind zu dritt, Pilot, Co-Pilot, Operator, der sich um den Abwurf kümmert und auf der Kufe steht. Das funktioniert wunderbar, das haben wir gut trainiert, da sind wir fit.
Also heute Abend sind alle mal selbst gucken wollen. Muss Matthias alles weiterleiten.